werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akas und ich grüße euch herzlich zum zweiten Video der Ino Asano Woche. Heute soll es sich mal alles um die Zeit am Abgrund drehen. Ein Werk, was ein bisschen bekannt ist, dadurch, dass viele hierin einen autobiografischen Manga von Asano sehen. Auch wenn dies nicht bestätigt ist, dazu aber nachher mehr. Und ich finde, es ist tatsächlich ein etwas schwierigeres Werk, was wir jetzt gleich auch besprechen werden. Aber erstmal klären, warum dreht es sich denn die Zeit am Abgrund? Es dreht sich alles um Fukuzawa, einen jungen Mann, der es endlich geschafft hat im Leben. Er ist Mangaka, hat eine erfolgreiche Reihe und dort fängt er an, alles zu hinterfragen. Er fängt alles zu verurteilen. Diese ganze Branche macht ihn regelrecht wütend. Und so verfolgen wir Fukuzawa, wie er immer mehr und mehr in diesen teilweise sehr düsteren Gedanken gefangen ist. Und ja, die Zeit am Abgrund klingt ja im ersten Moment richtig geil. Ich meine, eine Existenzkrise, dazu der Hauptcharakter ist Mangaka, dazu denken einige, oh, das ist auch noch autobiografisch. Und auch muss ich sagen, die Zeit am Abgrund ist in meinen Augen bislang eines der schwächsten Asano-Werke überhaupt. Denn zum einen Fukuzawa. Fukuzawa ist einfach von Sekunde 1 an einfach nur unsympathisch. Denn ja, Existenzkrisen sind sehr interessant. Ich mag auch durchaus mal Hauptcharaktere zu haben, die nicht unbedingt ein Good Guy sind. Eigentlich finde ich Fukuzawa einfach nur nervtötend. Ich weiß nicht, wie Asano es gemacht hat, aber er hat mit Fukuzawa einen so nervtötenden Charakter geschaffen, dass man die ganze Zeit denkt, boah, das fuckt mich ab. Und man, das ist auch ein weiteres Problem, ich finde, die Zeit am Abgrund, man weiß gar nicht so genau, wo will Asano damit hin. Ich verstehe durchaus Kritik an der Manga-Branche, die er damit widerspiegeln will. Allerdings gerade der Charakter Fukuzawa fühlt sich so, ja, unnötig an. Also ich finde, da hätte man mit einem anderen Art von Hauptcharakter deutlich mehr erreichen können. Dies liegt halt zum einen daran, dass die Zeit am Abgrund halt in Japan auch noch ext wurde. Sprich, die wurde nie fertig erzählt so richtig, sondern musste frühzeitig beendet werden. Das merkst du. Dass es unter anderem eine große Storyline gibt, die gerade am Anfang richtig wichtig wirkt, die dann aber plötzlich fallen gelassen wird und man einfach zurückbleibt und sich denkt, okay, wofür jetzt dieses Ganze? Warum habe ich jetzt die ganzen Kapitel das da gelesen, wenn es am Ende eh irrelevant war? Und mich persönlich macht das tatsächlich ein bisschen traurig, da die Zeit am Abgrund, wie eben schon erwähnt, durchaus viel Potenzial hat. Und eben einige hierin durchaus was autobiografisch sehen, was an sich ja cool klingt, weil vor allem einige auch wollen, dass Scumbag Asano kennen ist. Weil einige halt denken, Fukuzawa basiert auf Asano. Kann ich halt nicht beurteilen. Aber das klingt per se ja nicht mal interessant. Allerdings, ja, mit so einem Hauptcharakter finde ich schwierig. Das macht mich vor allem wütend, da an sich die Zeit am Abgrund viel Potenzial hat. Denn zum einen muss ich sagen, artwork-technisch ist die Zeit am Abgrund eins von Asanos mit Abstand besten Werken. Es hat so viele hammergeile Zeichnungen. Es hat so tolle Charakterdesigns auch. Auch die Emotionalität, die durch die Gesichtsausdrücke wiedergegeben wird, sind so gut. Vor allem mein persönliches Highlight ist das Design von dem Mädchen mit den Katzenaugen. Alter, die sieht so gut aus. Und gerade da macht es mich sauer, dass so ein tolles Charakterdesign und so tolles Artwork für so eine schwache Geschichte drauf geht. Denn, sorry, so gern ich Asano auch hab für Solanin oder Nijigahara Holograph, muss ich sagen, die Zeit am Abgrund ist einfach nur eine verschwendete Zeit. Ich weiß durchaus, einige feiern die Zeit am Abgrund für die Existenzkrise und so weiter und so fort. Ich glaube, die Zeit am Abgrund ist wirklich so ein Werk, das spaltet die Meinung. Aber für mich persönlich war es einfach absolut nichts. Und von allen Asano-Werken würde ich am ehesten sagen, lasst hier die Finger von. Also außer halt fürs Artwork. Das Artwork ist halt, wie ich schon erwähnt, holy fuck, ist es gut. Und ja, als Fazit würde ich sagen, ist die Zeit am Abgrund halt okay. Ich finde durchaus die Kritik an der Manga-Branche sehr interessant. Auch die Charaktere sind zum Teil interessant, allerdings gerade durch Fukuzawa und diesem, ja, dass man nicht so wirklich weiß, wohin es will, ist es halt einfach verschwendete Zeit. Dementsprechend, oh Gott, Wertung von die Zeit am Abgrund. Ich würde sagen, eine 5 von 10 sogar noch. Man muss sagen, was es gerade so gerettet hat, ist halt vor allem das Artwork. Weil das Artwork hier hat sich Asano halt, wie eben schon erwähnt, selbst übertroffen. Die Kritik an der Manga-Branche auch. Allerdings alles andere, sorry, einfach nur enttäuschen.
Einfach nur enttäuschend. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Manga-Review zu Die Zeit am Abgrund ankommen, oder wie es im Englischen heißt, Downfall. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr Die Zeit am Abgrund? Ich denke mal, einige werden es auch übelst feiern. Für mich war es leider nichts, was mich traurig macht, weil, ne, Mangaka-Thema, ich liebe Mangaka-Themen. Trotzdem hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat und auch, dass ihr morgen zum dritten Teil der Asano-Woche einschalten werdet. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eben Die Zeit am Abgrund fandet. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo genauso. Und ja, wünsche mir viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen und ciao!